Leute, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gucken wir uns, wie auch schon angekündigt, im letzten Video Bootstrap an von Twitter. Möchte euch kurz einmal einen Überblick über die Funktionen geben und dann wollen wir auch gleich mal ein bisschen Live-Coding und dann zeige ich euch mal, wie einfach das alles ist und was man damit Tolles in kürzester Zeit machen kann. Und ja, dann habt ihr mal einen ersten Eindruck, wie geil das ist und ja, wollen wir auch gleich mal starten. Bootstrap ist, wer es gar nicht kennt, ein Boilerplate von Twitter und nicht von irgendeinem Twitter, sondern von dem Tweet-Twitter-Tweet-Vogel. Und das ist eine ganz klasse Sache. Ihr seht, das ist bei GitHub gehostet zurzeit, sprich jeder kann auch mitforken und mitarbeiten und basteln und tun, wie er will. Eine riesengroße GitHub-Community steht dahinter und natürlich Twitter, der Developer selbst. Es gibt eine wunderschöne Doku direkt hier auf dieser Seite, twitter.github.com/bootstrap. Aber wenn man Bootstrap bei Google eingibt, dann ist das schon der erste Treffer. Denke ich mal, sollte kein Problem sein. Wir haben hier einen Überblick auf der Seite über das Projekt bei GitHub. Wir können es direkt downloaden. Wir können gucken, wie wir upgraden auf die neue Version. Wir können es auch downloaden mit Docs nochmal direkt. Wir können den Blog angucken. Wir können ein Issue, beziehungsweise eine Webseite, die mit Bootstrap erstellt worden ist, können wir hier einreichen. Wir können uns die Roadmap angucken, also die Futures, die in späterer Zukunft hinzukommen und haben einen kurzen Überblick hier unten, was kann das denn überhaupt? Diesen kurzen Überblick hier möchte ich jetzt gerne einmal mit euch verdeutlichen, beziehungsweise euch einmal näher bringen und da fangen wir auch gleich mal an. Hier oben gibt es eine große Tab-Reihe, wo wir uns durchklicken können, wo alle Funktionen erläutert sind. Hier sind sozusagen jetzt erstmal die globalen Grundsysteme verankert. Wir haben hier beispielsweise ein integriertes Grid-System, was hier einmal schön aufgelistet ist. Da arbeiten wir mit einem 12er-Grid und das wird ganz einfach aufgebaut, indem wir einfach eine Klasse namens Row nennen. Das ist dann eine Reihe, beziehungsweise eine Zeile und die unterteilen wir dann mit Span 4 für ein 4er-Grid und ein 8er für ein 8er. Also sprich, dieses Beispiel, was wir hier wiederfinden, das wäre jetzt diese Zeile hier oben. Ganz easy und einfach. So, jetzt hier einmal ein bisschen durchgewurschtelt, wie das funktioniert, um was beispielsweise auszublenden mit dem Offset an der Seite. Hier sehen wir so ein 4er Offset mit dem 4er davor, sprich in der Mitte ist gar nichts. Jetzt haben wir zum Beispiel, was auch geht, ein Grid im Grid, sozusagen Row im Row. Wir haben hier ein 6er Grid, wo nochmal 2x2er drinnen liegt, ganz easy verschachtelt. Fluid Grid ist einfach die Positionierung der Grids beispielsweise. Wir können damit beispielsweise Grids nebeneinander anordnen, was man sonst immer gefloatet hat, kann man hier ganz easy rüber machen. Da sehen wir auch gleich nochmal ein Beispiel zu. Wir sehen hier nochmal die Grund-Grid-Variablen hier an der Seite, was jetzt Default-Größen sind, beziehungsweise Default-Columns, die Default-Breite, die Default-Höhe vom Gatter, beziehungsweise die Breite hier in diesem Fall und wie wir das auch bearbeiten können. Hier kommen wir einmal jetzt zu dem fixen Layout, zu dem Fluid Layout, also sprich hier hätten wir eine Box an der Seite und hier ist die nächste Box, wie man das so kennt, beispielsweise hier ist der Content, hier ist die Sidebar, hier haben wir einfach nur einen gemittelten automatischen Content in der Mitte. Das kann man natürlich so oft verschachteln, wie man will, beispielsweise dieses Ding hier könnte man auch hier mit reinpacken und dass es automatisch gemittelt wird. Dass es automatisch sozusagen ein Margin 0 Auto bekommt, macht einfach die Klasse Container. Ich nehme einfach eine Klasse, die nenne ich Container und schwuppdiwupp mittelt er das automatisch. Hier haben wir jetzt beispielsweise die Flut-Geschichte. Wir definieren eine Klasse damit, die wieder ein Row hat, die dann sozusagen die Sidebar darstellt, dieses Ding. Und gleich daneben können wir noch einen Span mit einem 10er aufziehen, die dann rechts daneben gegliedert wird. Also recht easy gemacht. Und schön. Hier kommen wir nochmal zu dem Responsive Design. Da bin ich ja schon in einem anderen Video drauf eingegangen. Nochmal kurz im Überblick, dass hier verschiedene Devices, verschiedene Layouts automatisch im Grid-System anpassen, dass hier nochmal die Media Queries kurz erläutert sind und hier unten nochmal die Klassen, die man einfach angeben kann, wo beispielsweise, wenn ich eine Box habe, die nur auf dem iPhone angezeigt werden soll, benutze ich diese Klasse und da wird es dann visible alles unter below 480 Pixel angezeigt und ja, auf Tablets und Desktops beispielsweise erscheint diese Box gar nicht, mit einer einfachen Klasse. Wer sich mehr für Responsive Design interessiert, der guckt sich einfach mal ein anderes Video an, was ich zuletzt gedreht habe. So, das ist schon der erste Tab. Jetzt kommen wir zum Base CSS.
ganz easy eigentlich gemacht. Wir sehen einfach hier die Headline-Definition, die H1. Wir sehen hier Strong, wie ist dieser Befehl abgewandelt, was kann ich damit machen. Address ist automatisch schon leicht formatiert. Können wir uns hier angucken. Blockquote, Small, was erreicht man damit? Wirklich ganz easy Lists, wie die automatisch gestylt sind. Also mit einem ganz normalen UL sieht die Liste mit Bootstrap so aus, eigentlich recht gewöhnlich. Unstyled können wir mitgeben am UL, dann kriegt es keine Punkte. Also sprich, wir müssen da nicht mehr mit Text Decoration arbeiten und wir eine Klasse benutzen, sondern das können wir mit der Klasse Unstyled ganz easy machen. Wir können beispielsweise auch eine Description machen mit DL, ganz easy schon vorformatiert. Wenn wir der Klasse DL horizontal noch mitgeben, dann erscheint diese Description automatisch noch horizontal, ohne dass wir irgendwelche CSS-Attribute wieder umschachteln müssen etc. Jetzt zum Code beispielsweise, wenn ich den Tag Code nehme, dann sieht automatisch der Bereich im Code-Section so aus, auch recht schön schon aufgepimpt, genauso wie Basics. Tables, auch klasse gemacht. Wenn ich einfach eine Table eröffne in dieser Struktur, dann habe ich automatisch diese Ansicht hier, die auch nochmal hier verdeutlicht wird, also auch mit dem Hover-Effekten hier, wie man hier schon sehen kann. Das ist alles automatisch schon drin. Gibt es noch verschiedene Eigenschaften für die Table, Boarded, Stripped, da sehen wir gleich noch ein paar Beispiele zu. Das hier ist zum Beispiel Stripped, da sieht man einen leichten Unterschied. Hier haben wir dann nämlich diese, jede zweite Zeile ist einmal leicht grau hinterlegt. Style, hier die normale Table, hier Table Boarded, also sprich mit einem Border drumherum. Und das ist eigentlich alles selbsterklärend, also wir können wirklich super einfach die total geil Style nach Twitter, Style Guide mäßig geil. Und es sieht geil aus und total easy halt, ne? Forms können wir ganz easy stylen, vertikal, horizontal können wir einfach angeben, zack, Form Search ist das hier, Search Query Input und zack, sieht das so aus. Und das ist jetzt nicht nur hier das Feld, was dann so aussieht, sondern der Button sieht dann genauso aus über diese einfache Geschichte. Das gucken wir uns gleich auch alles einmal in der Praxis an. Ja, hier Form Inline, dass alles nebeneinander steht. Wir brauchen dann nicht mehr mit einer extra CSS-Befehl wieder eine extra Klasse anlegen mit Display Inline widersetzen, sondern wir haben wirklich viele vordefinierte geile Klassen, die man einfach benutzen kann, die viele Sachen schon erledigt haben, wo man sich gar nicht mehr rumschlagen muss, wie float ich jetzt was nach links und dann muss ich aber den Abstand wieder einhalten und die Liste soll aber als Überschrift agieren oder als Navigation, da müssen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Wir geben einfach die Klasse Form Inline mit und zack ist das komplette Form Inline. Das war's. Also Schluss mit Schnickschnack und Ausprobieren und stundenlang aufhalten, wer es noch nicht so oft gemacht hat, wie das jetzt aussieht, ganz easy. Genauso auch beispielsweise diese Buttons, das ist eine Klasse, die wir nur dran setzen müssen an das Inputfeld oder an das Button-Tag und schon sehen die so aus. Wenn wir mal gucken, hier Save Changes Text-Input. Haben wir jetzt hier gar nicht definiert. Möchte ich euch aber auch gleich einmal zeigen. Wir können hier Warnings definieren. Wuhu, wir können Sachen Input. Beim Error geben wir einfach die Klasse Error mit und dann sieht er das so gestylt aus, wenn Error rausgekommen ist. Ja, eigentlich wunderschön. Wir können Buttongruppen machen. Wir können hier die zusammenknäueln. Wir können automatisch diese Boxen Append oder Prepend machen. Sprich das, was davor oder dahinter steht. Buttons allgemein nochmal, ihr seht das, es gibt eine Klasse, die heißt einfach BTN und wenn ich die jetzt noch mit der Klasse BTN Primary dazugebe, dann wird es blau und sieht genau so aus, total geil. So, und da kann man sich hier zum Beispiel, wir haben auch mitgelieferte Icons bei Glyphicons, die in der Free-Version darstellen. Das ist ganz easy zu nutzen, wir haben einfach unter Images bei dem Package dann diese komplette Datei. Und da gibt man dann beispielsweise einfach ein E-Element, E-Tag, dann Icon Search mit, beispielsweise, was jetzt in diesem Fall dann sich eine Lupe wäre, gehe ich jetzt mal so ganz stark von aus, vielleicht seht ihr es schon, ich sehe es noch nicht, total geil gemacht. So geht das natürlich auch mit allen Icon Search, Icon Rise, also es gibt zwei unterschiedliche, einmal diese dunklen und einmal so grau leichte, das erreiche ich einfach, indem ich diese Klasse noch mitgebe und ja, also einfach genial. Ich kann da wirklich nur von schwärmen. Das sind so die Bases, Base-CSS-Geschichten. Components sind jetzt zum Beispiel Buttons. Ich kann eine Button-Gruppe machen, ganz easy, dass die hier an der Seite runde Ecken haben und dann durchgängig sind bis zum Ende des Buttons. Das erledigt man einfach damit, indem man dem Div-Container noch rumschachtelt mit btn-group. Ganz easy. Hier sieht man einmal eine Toolbar damit geschachtelt. Get the JavaScript, da können wir uns auch gleich das einmal angucken, da kommen wir gleich zu.
Dropdowns, ganz easy gemacht, zack, und das hat gleich diesen Style, wirklich total easy. Können wir uns ja mal angucken, wie easy das gemacht ist. Und da können wir uns wirklich inspirieren. Das Schöne an der ganzen Sache ist diese Styles, wenn einem die nicht zusagen, diese Twitter-like-Styles, dann kann man die auch einfach selbst bearbeiten. Also wenn man ein bisschen Skill hat, dann kann man auch selbst in die Dateien reingehen und das bearbeiten, die Klassen, und die so belassen. Und da hat man trotzdem auch noch die fertige, schicke Struktur, um das aufzubauen. Hier sehen wir zum Beispiel so eine dicke Navi, wie ist die aufgebaut, ganz einfach mit einer Klasse Nachbar drumherum, Nachbar inner, dann der Container, der gemittelt ist beispielsweise. Wirklich wunderschön. So, genau, wir haben hier die verschiedenen Placeholder, die wir als Thumbnail definieren, was dann automatisch, wenn ich ein Span 3, also ein 3er Grid drum habe, auf die Größe skaliert. Und es nimmt uns einfach viel Arbeit. Wir haben Progress Bars drin, die wir einfach mit Bar definieren und dann beispielsweise Width 20% angeben und zack, weitet sich natürlich die auf den kompletten Div aus, aber die aktuelle Loading-Geschichte liegt bei 20%. So könnte ich ganz easy mit jQuery so eine Loading-Prozessbar machen, indem ich einfach irgendwie jede Sekunde um 5% erhöhe und es rattert dann hier schön lang, beispielsweise wenn man so eine Fake-Bar haben möchte. Wirklich wunderschön. So, JavaScript-Plugins, nämlich Bootstrap setzt auf jQuery auf. Ein sehr bekanntes JavaScript-Framework, was wahrscheinlich auch jeder kennt, der dieses Video guckt. Da brauche ich, glaube ich, denke ich mal, nicht mehr viel zu erläutern. jQuerys Gedanke war, dass man JavaScript in eine lesbare Sprache umsetzt, sprich, dass ich von links anfange und nach rechts lese und alles, was dazwischen ist, in der Reihenfolge lesen kann sozusagen. Zum Beispiel, ich wähle diesen Selector aus, davon der Parent, davon der Children und das soll von der CSS jetzt so und so verändert werden. Wer jQuery kennt, dem sagt das jetzt was, wem nicht, dem ist das auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ist Bootstrap nach diesem Prinzip auch aufgebaut, nämlich ich mache dieses Ganze über Klassen, diese Klassen sind lesbar, sprich die Klasse BTN Group, weiß ich, ah, hier kommen verschiedene neue Buttons wieder rein. Oder wenn ich sage On Error oder Dropdown oder Dropdown Toggle, da kann sich jeder schon drunter vorstellen, was diese Klasse Toggle macht, wer den Begriff Toggle kennt. Also es ist auch wieder sehr lesbar und macht das Ganze auch einfach, auch im Team, wenn ich zusammenarbeiten möchte. Baue ich auf ein Konstrukt auf und jeder kapiert, wovon ich erzähle einfach. Weil jeder, der kennt dieses Boilerplate, jeder kennt die Klassen, es sind vordefinierte Klassen, wir ersparen uns viel Arbeit und auch wenn ich 2 Monate schon im Projekt drinne stecke und da kommt einer her, der war da noch gar nicht in diesem Projekt, dann kann er trotzdem was damit anfangen, weil er einfach das Boilerplate kennt und wenn er es nicht kennt, ist es auch selbsterklärend und er findet sehr schnell rein. Also ist es auch für jede Skill-Variante, ob ich jetzt blutiger Anfänger bin oder prämierter Webdesigner, der schon 30 Jahre an der Front dabei ist. Gut, sagen wir mal 20 Jahre. 30 Jahre ist vielleicht ein bisschen zu overskill, außer er hat beim Militär gearbeitet. So, und deswegen ist das echt eine super Klasse. JavaScript-Plugins, wie eben schon angesprochen, ist, Bootstrap hat 12 integrierte JavaScript-Plugins schon dabei. Die sehen wir hier im Aufgelistet. Das sind wirklich so die Standardteile, die wirklich super geil mit Bootstrap agieren. Es ist nicht so, dass das Team einfach die Plugins reinschmeißt und sagt, ach, wird schon irgendwie gehen. Die sind wirklich auf Bootstrap mit abgestimmt und kontrolliert. Alle Komponenten extern, die damit reinspielen, die sind auf das ganze Ding abgestimmt oder gegengecheckt, dass das auch jetzt keine Komplikation macht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt das Framework Prototype nehme und jQuery, dann beißen die sich mit dem Dollarzeichen immer. Hier ist wirklich alles aufeinander abgestimmt. Ich kann modale Windows herzaubern, beispielsweise Lunch, zack, und es ist da. Und wir gucken uns den Quellcode dazu an. Es ist wirklich nur der eine Aufruf, wie man das über jQuery kennt. Und ich binde einfach ganz easy über einen Link das ein, der natürlich auch wieder gestylt ist über einen BTN-Klasse, der dann automatisch so eine Box toggelt. Ganz easy gemacht. Da wollen wir jetzt auch mal kurz hingucken. Also wenn ich hier mal runterscrolle, genau die modalen Dinge hatten wir schon. Dropdowns, wir können ganz easy solche Dropdowns anlegen. Ich möchte die jetzt auch nicht alle erläutern. Scrolls by, also wenn ich scrolle, dass automatisch die Navigation mitrutscht. Ihr seht das hier oben, zack, 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 zack. So, seht ihr schon, also viele kennen vielleicht die Plugins auch schon, Tabs, dass man mit Tabs arbeiten kann
und des weiteren Tooltips, dass man übers rüberfährt, eine Info dazu kriegt, Karussell, so das Apple-like-Ding wie bei iTunes, Alert-Messages, Popovers, Transitions, Typepad, Collapse, also wirklich so die Standard-Dinger, die echt cool sind, aber man kann natürlich, wenn man Bock hat, auch seine eigenen Plugins mit einbinden. Muss man natürlich dann gucken, ob die mit den anderen nicht irgendwie im Wege stehen, kein Problem. So, Using Less. Wer noch nichts von Less gehört hat, der, das ist nicht schlimm, das ist jetzt noch nicht alt so alt. Less ist sozusagen die fortgeschrittene Variante von CSS sozusagen. Es ist jetzt nichts Neues, was man im Web einsetzt, sondern Less ist einfach nur dafür da, dass man beim Erstellen der Datei Variablen benutzen kann. Sprich, momentan ist es ja so, hey, mein Background soll rot werden, also Background Color Red. So, ach ja, und D-Box, die soll auch die gleiche Farbe kriegen und das sind alles Redundanzen, also alles wiederholt sich irgendwie und alles muss ich irgendwie doppelt tippen oder doppelt kopieren und Less sorgt einfach dafür, dass ich beispielsweise Variablen setzen kann und diese Variablen vordefiniere mit zum Beispiel Background Color Red und so brauche ich dann später nur noch diese Variable in diesem CSS-Attribut aufrufen. So bin ich recht schnell in der Erstellung von CSS-Dateien und später schmeiß es einfach in den Compiler und ich kriege vernünftiges CSS raus. Also sozusagen ist das so ein like-programmatisches CSS, was dann wieder zurück umgewandelt wird, sobald ich fertig bin. Richtig check. Hier wird auch nochmal kurz erklärt, wie man das über die Command-Line oder über JavaScript jetzt beispielsweise dann kompiliert oder kompilieren lässt vom Browser und recht schick. Wer jetzt sagt, hey, Bootstrap, mega geil, aber irgendwie ist mir das zu voll. Dem gebe ich vollkommen recht, es sind viele tolle Sachen dabei, aber man braucht ja nicht immer alles. Wenn ich jetzt eine Landingpage, One-Page-Show machen möchte, dann brauche ich natürlich nicht ein Karussell, ein View, ein modales Window und dann brauche ich auch nicht Less vielleicht. Also es ist hier nämlich auch die Möglichkeit gegeben, dass man sich Bootstrap selbst zusammenstellt. Also ich kann sagen, hey, ich brauche jetzt nur das Plugin, weil das andere brauche ich gar nicht. Dann würde ich zum Beispiel jetzt sagen, zack, Karussell, nee, brauche ich nicht. Collapse, nee, Dropdowns, Modal brauche ich vielleicht. Popovers, nee. Tooltips lasse ich auch mal, das brauche ich vielleicht. Total geil, okay, Components, Thumbnails brauche ich nicht. Alerts, nö. Hier kann ich beim Base-CSS sagen, ach, die Buttons, die sollen gar nicht gestylt sein. Die Forms sollen auch nicht fertig gestylt sein, da will ich keine Klassen für haben. Responsive brauche ich gar nicht, weil ich bin noch voll uncool. Und kann so hier durchgehen und mir das genau auswählen, was ich möchte. So kann ich dann halt auch später sagen, hey, Karussell, ja, das hätte ich eigentlich doch brauchen können. Dann geht man einfach unter JavaScript-Plugins, zack, hier rein, schwuppdiwumm, und sagt hier beispielsweise Karussell und kann auch sagen Download-File. Und ich kann dieses File einzeln, diese jQuery-Erweiterung einzeln nochmal runterladen und nochmal extern einbinden. Also sprich, wenn man hier sich irgendwie vertan hat oder im Nachhinein noch was braucht, der kann sich das trotzdem holen. Hier nochmal kurz die Plugins. Genau, kann man auch zum Beispiel Customize the Variables, also sprich die Variablen, die von Less vordefiniert sind, kann man hier auch selbst nochmal setzen. Wir sehen hier leicht ausgegraut, was Standard ist und wenn ich sage ein Grid Column, da habe ich keinen Bock, dass der 12 ist. Ich möchte gerne Grid Columns mit insgesamt 24, dann gebe ich das hier ein und automatisch wird dann mein Style darauf angepasst, wenn ich das hier vordefiniere. Sprites, Dropdowns, schicke Sache, schicke Sache. Ja, Examples haben wir hier auch noch, dazu aber gleich. Ich möchte dieses Video jetzt damit erstmal abschließen und im nächsten Teil folgt dann das Live-Coding, was ich versprochen habe. Wir gucken uns das wirklich pragmatisch einmal an. Ich zeige euch kleine Kniffs, kleine Tricks, wie wir das jetzt anwenden, was wir jetzt damit machen. Genau, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr gleich bei dem zweiten Teil wieder dabei seid. Also, bis gleich.